musicalradio.de. Sie blicken bereits auf 10 Jahre Musical-Karriere zurück. D'Artagnan in 3 Musketiere war eine der ersten Hauptrollen. Welche Rolle in 10 Jahren war Ihre Lieblingsrolle und warum? Ach, ich habe ja einiges gemacht und jede Rolle hat so seinen Reiz gehabt. Aber wenn ich so drüber nachdenke, war ich ja schon ziemlich oft der Jesus in Jesus Christ Superstar, was eine sehr große Herausforderung war. Aber das Interessanteste und das Beste für mich war Jekyll in Jekyll and Hyde. Welchen Charakter würden Sie gerne einmal spielen? Ich würde gerne mal die Elisabeth spielen. Ja, sie ist eine Frau und das wäre ich auch ganz gerne mal. Nee, Quatsch, Unsinn. Also ich würde super gerne natürlich in den Gefilden weiterarbeiten, wo ich gerade arbeite und freue mich, wenn ich irgendwann mal so alt bin, dass ich den Jean Valjean in Les Misérables spielen darf, sollte es dieses Stück dann auch mal wieder geben. Was fasziniert Sie an ihm? Tolle Figur, die eine sehr große Entwicklung durchmacht, vom Sträfling bis zum ehrenwürdigen Vater wird, der super viele tolle Sachen zu singen hat und einfach, also ich glaube, das ist die Musical-Rolle schlechthin, die man mal gesungen haben muss. Was war denn Ihr schönstes Musical-Erlebnis? Ja, es gibt natürlich super viele kleine Sachen, die so passieren, wenn man auf der Bühne ist. Dann vergisst man mal seinen Text und meistens denkt man, der andere hat seinen Text vergessen und man fragt sich, warum spricht denn der jetzt nicht? Irgendwann wird dir klar, oh, ich bin ja dran. Das passiert ziemlich oft. Dann, bei 3 Musketiere als D'Artagnan ist auch mal der Degen in den Zuschauerraum geflogen. So was ist auch schon mal passiert. Oder in die Geigenreihen, das ist auch schon passiert. Aber schöne Erlebnisse, schöne Musical-Momente sind natürlich jetzt, die ich gerade erlebe. Ich bin gerade auf diversen Schiffen unterwegs. Ich komme gerade von der MS Europa und war in Dubai und gehe jetzt auf die MS Columbus und mache eine Tour, die heißt Malta-Venedig. Das ist ein schönes Musical-Erlebnis, weil ich da eben Arbeit mit Urlaub verbinden kann und darauf freue ich mich. Sie sind häufiger bei den Freilichtspielen in Tecklenburg dabei. Ist das ein anderes Gefühl, an der frischen Luft zu spielen? Klar, vor allem wenn man als Jesus da halb nackt im Regen steht. Das ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Aber in Tecklenburg bin ich jetzt tatsächlich seit 7 Jahren jedes Jahr dabei, bis auf das 3-Musketier-Jahr, weil ich da Buddy Holly gespielt habe. Ansonsten bin ich da jedes Jahr und für mich ist das so ein bisschen wie mein Sommertheater. Da mache ich quasi meinen Sommer und da verbringe ich meine Sommerzeit und habe bisher immer super Glück gehabt, dass ich da tolle Rollen spielen durfte, wie unter anderem den Jekyll in Jekyll and Hyde oder Mozart, tolles großes Musical. Und das ist natürlich eine andere Geschichte, wenn man Open Air spielt, als wenn man im Theater spielt. Denn den ganzen ersten Akt spielen wir ja quasi noch bei Tageslicht. Das heißt, alle Emotionen oder Gegebenheiten, die wir im Theater bauen mit Licht und mit Dunkelheit, haben wir dann nicht. Also Szene aus und Black gibt es da nicht, zumindest nicht im ersten Akt. Das heißt, man muss mit vielen kleinen Raffinessen arbeiten und der Schauspieler an sich ist noch mehr gefordert als im normalen Theater. Und das reizt natürlich total und dann natürlich auch die schöne Umgebung. Tecklenburg ist ein tolles Städtchen, wo man gerne ist und mittlerweile bin ich da bekannt wie ein bunter Hund, kann mich da auch nicht mehr frei bewegen, aber es ist sehr nett und ich bin sehr gerne da. Unterscheidet sich Tecklenburg dann auch hinter den Kulissen von anderen Theatern? Ja, das nicht wirklich. Das ist eigentlich alles das Gleiche. Da geht es drunter und drüber. Mal ist es geordnet, mal nicht. Aber das ist in jedem Theater gleich und auch wieder anders. Ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. In Tecklenburg haben Sie in Der kleine Horrorladen mitgespielt. 2010 folgte dann Ihr Regiedebüt zum gleichen Musical in Wuppertal und Kassel. Wie kam die Idee, Regie zu führen? Ach ja, ich meine, so langsam wachse ich ja raus aus dem jugendlichen Helden und ich bin auch nicht mehr D'Artagnan oder ich werde auch wahrscheinlich nicht mehr Rusty spielen, Starlight. Bin aber noch kein Jean Valjean oder irgendein Vater in Mamma Mia. Das heißt, ich bin gerade in so einer Zwickmühle, so zwischen den Rollen und ja, ich bin erfinderisch, denke mir Sachen aus, die ich machen kann und habe damit meine eigene Band gegründet, Stanke ohne Strom, mache damit viele Konzerte und auf der anderen Seite bin ich im Wuppertal sehr bekannt und hier gibt es ein kleines Theater, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite und die haben mich gefragt, ob ich nicht gerne ein Musical inszenieren möchte. Und so fing das an und dann haben wir den kleinen Horrorladen inszeniert und ja, war ziemlich gut, sehr gut angelaufen, dass das Theater in Kassel das mitbekommen hat und gesagt hat, wir wollen auch, dass der Stanke bei uns inszeniert. Und ja, somit ging es halt Schritt für Schritt. Da geht es jetzt am 16. Mai weiter, da können wir Ihre zweite Regiearbeit bewundern. Sie haben sich Herr gewünscht, selbst ausgesucht. Warum Herr? Warum nicht? Herr ist ein tolles Stück mit ganz vielen Facetten, wo man auch mal so richtig auf die Kacke hauen kann, mit toller Musik.
von tollen Musikern mit sehr vielen bunten, verschiedenen Charakteren und ja, die Flower Power Zeit ist einfach eine coole Sache und ich freue mich da tierisch drauf. Wir sind mitten in den Proben, wir sind quasi in der Hälfte angelangt. Die Bühnenproben sind ziemlich gut angelaufen, sind heute in der Villa Media und nehmen ein paar Videos auf, da wir in der Inszenierung ein paar Videos benutzen werden, die wir selbst vorher drehen. Wir werden viel mit Projektionen arbeiten und mit einem tollen Team und in einem tollen Theater. Also es ist wirklich, kommt, schaut es euch an, Herr in Wuppertal ist ein Muss. Am 16. Mai ist die Premiere von Herr. Einen Tag später beginnen sie ihre Tour Ich bin Musik. Was erwartet die Besucher? Oh, ich hoffe einen ausgeschlafenen Patrick Stanke, aber davon gehe ich mal aus. Also es erwartet die Zuschauer bei Ich bin Musik eine große Reise durch meine letzten 10 Jahre Theater- und Musical-Zeit. Ich werde aus jedem Musical, was mir wichtig erschien, in den letzten 10 Jahren das eine oder andere preisgeben und freue mich, wenn ihr kommt und euch das anschaut. Auf welchen Song freuen Sie sich bei Ihrem Konzert eigentlich am meisten? Oh Gott. Also, das ist so eine Frage wie, was ist Ihr Lieblingsmusical? Man kann sowas nicht beantworten, weil jedes ist ja so das eigene, ja. Aber ich habe in den letzten Jahren so hart und so viel an Mozart gearbeitet, dass nicht von ungefähr der Titel meiner CD und der Titel dieses Abends Ich bin Musik aus einem dieser Musical stammt. Deshalb glaube ich, dass das größte und das interessanteste Stück für mich ist, wie wird man seinen Schatten los aus Mozart. Darauf freue ich mich am meisten. Bei Stanke ohne Strom singen Sie auch Rock- und Pop-Songs wie Pokerface. Was hören Sie privat? Ach, ich höre querbeet. Also bei mir im Autoradio höre ich Klassikradio, ich höre aber auch 1Live, ich höre Radio Wuppertal. Also ich höre viel querbeet, ich höre wenig aktuelle Pop-Sachen, sondern mehr aktuelle Rock-Sachen. Naja, Musical. Ich höre viel Musical, aber das liegt, glaube ich, daran, weil ich es beruflich höre. Privat ist bei mir natürlich so ein Halloween-Album genauso vorhanden wie Vivaldis Vier Jahreszeiten oder ja, ich habe auch Lady Gaga zu Hause, ja, aber das ist auch berufliche Gründe. Stanke ohne Strom startet ebenfalls im Mai, genauer gesagt am 24. in Witten. Danach geht es 2 Tage nach München und weiter nach Hamburg und Wuppertal. Worauf darf man sich bei Ihrem Bandkonzert freuen? Stanke ohne Strom ist genau das, was mich ausmacht. Ich bin spontan, ich glaube, ich bin witzig, ich bin musikalisch und das zeigen wir. Wir sind 5 Leute auf der Bühne, Chris Vega an der Gitarre, Chris Dagger am Bass, Tim Harbusch am Schlagzeug und jetzt seit neuestem dabei HC Petzold, unser neuer Keyboarder. Und ich an der Gitarre und am Gesang. Und wir haben ein schönes Programm zusammengestellt. Wir haben 20 Songs dabei, ein paar alte, aber auch sehr viele neue Sachen dabei. Wir spielen 2 eigene Songs diesmal. Und zwischendrin gibt es die kleine Kategorie, die da heißt Fundstück der Woche, wo ich jedem meiner Band aufgebe, ein Fundstück zu finden, was er dann eben vorträgt in Form von Buch oder von irgendwelchen Dingen, die er gefunden hat, die er lustig fand. Und das ganze Ding ist so eine Art Wohnzimmeratmosphäre. Jeder darf reinreden, jeder darf mitsingen, jeder darf machen, was er will. Stanke ohne Strom ist eigentlich so eine Fanveranstaltung, ein Familienkonzert der besonderen Art. Das heißt, bei Stanke ohne Strom können Sie sich auch mehr entfalten als in einer Musical-Rolle? Klar, weil da bin ich der Chef, da kann ich machen, was ich will und da entscheide ich, welchen Song wir spielen. Aber bin natürlich auch total flexibel. Es gibt eine Facebook-Seite von Stanke ohne Strom, wo sich die Fans melden können und sagen, hey Patrick, warum singt ihr nicht nächstes Mal das und das Lied oder das und das? Und dann schauen wir uns das an. Wenn es machbar ist, spielen wir es. Wenn nicht, dann nicht. Aber die meisten Sachen haben wir bisher immer gemacht und das ist natürlich auch schon sehr lustig. Kommt dann auch dann ganz oft dazu, dass wir Sachen singen, die man als Mann eigentlich gar nicht singt, wie zum Beispiel Defying Gravity von Wicked. Neben der Gitarre spielen Sie auch Klavier. Welches Lied spielen Sie momentan am liebsten? Oh Gott, also wenn ich Klavier spiele, spiele ich, um mich selbst zu entspannen, um ein bisschen runterzukommen und komponiere am Klavier viel. Und eins meiner Songs spiele ich gerade selber am Klavier sehr häufig. Würden Sie uns und den Hörern zum Abschluss eine kleine Kostprobe am Klavier geben? Ja, ich würde mir gut vorstellen können, euch Du warst mein Licht zu spielen von Keith Urban. Dann möchten wir uns vorab für dieses Interview bedanken, wünschen viel Erfolg mit Ihrer Regiearbeit und den anstehenden Konzertreihen Ich bin Musik und Stanke ohne Strom. Und nun freuen wir uns auf Patrick Stanke live am Klavier mit Du warst mein Licht. Stanke, danke.
ausgestellt, nehm mir ein Glas Wein. Die Fotos von dir und mir an der Wand schenken Frieden. Ich will auch, ich darf dich jetzt nicht mehr lieben. Ich werde dich nie vergessen, solange ich dich verliere. Ich war nie der Mann, der für Gefühle kluge Worte fand. Schwachsein, das ging nur mit dem Rücken an der Wand. Doch nach zwei Gläsern Wein gibt der Schmerz keinen Halt. Zur Hölle mit dem Stolz, die Stille schreit ins Gesicht. Denn du, du warst mein Licht. Wünsche werden wahr auf musicalradio.de. Musicalradio.de.